Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren. Wir freuen uns sehr, Sie alle zum 16. Classic Open Air Konzert zu begrüßen. Es ist uns eine große Freude,
dass wir in diesem Jahr noch einmal mehr Schüler aufstellen durften als im vergangenen Jahr, dem bis dahin schon am stärksten besuchten Konzert. Wir freuen uns sehr. Dieses spricht für die Qualität und das Können der musizierenden Schülerinnen mit ihren Lehrern, die immer wieder verstehen, das Programm so zu gestalten, dass sie dem allgemeinen Trend solcher und ähnlicher Konzerte immer ein Stückchen voraus sind. Nur wer es schafft, mit viel Fleiß, Spaß, Idealismus, Teamgeist und Selbstmotivation und vor allen Dingen einen großen Teil ihrer Freizeit dafür opfert, kann solche Leistungen erbringen. Auch in diesem Jahr fanden im Vorfeld wieder Workshops mit Mitgliedern des Orchesters des Staatstheaters Kassel statt. Wir, die Familie Ball, wir geben gerne und nehmen gerne dieses Geld in die Hand, damit die Musikschüler sich weiterbilden können und ihre normale Arbeit hiermit noch einmal unterstützt wird. Es ist ein nicht unerheblicher Betrag. Wir heißen euch, liebe Musici, und eure Lehrer herzlich willkommen. Jetzt darf ich mit großer Freude einen Block begrüßen. Bitte einmal einen kräftigen Applaus ganz am Ende. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Kultusminister Prof. Dr. Alexander Lorz und Ehefrau Frau Dr. Riel. Auch schon Herr Minister, zum vierten Mal haben wir gerade festgestellt und das freut uns sehr. Herr Bürgermeister Rüdiger Hess und Frau, die Landtagsabgeordnete Frau Claudia Ravensburg, heute 16. Konzert, nämlich sie war bei allen. Ich wünsche mir, dass du die nächsten 16 Konzerte in der gleichen Funktion hier sein wirst. Herzlich willkommen. Von der Musikschule Waldeck-Frankenberg, Frau Birgit Gabriel und Frau Eva Scholze, sowie die im Publikum anwesenden Lehrkräfte. Die Distriktgovernorin des Lions Club Distrikt 111 Mitte-Nord, Frau Nezaket Polat, die Präsidentin des Kiwani Club, Frau Alexandra Ambrock, die Präsidentin des Lions Club, Frau Petra Wollbold-Meyer, den Leiter der TH Mittelhessen, Herrn Prof. Dr. Gerd Mantei. Ich begrüße auch sehr herzlich die anwesenden, mit uns verbundenen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Verwaltung. Herzlich begrüßen möchte ich die beiden Schulleiter der Gymnasien Edertalschule Frankenberg und Christian Rauch Schule Bad Arolsen, Herrn Markus Koch und Markus Wagner. Beide Schulleiter haben mich gebeten, ihre Freude über ihr Kommen und ihre Hochachtung für die Leistungen und den zusätzlichen Einsatz der Musici und den dafür verantwortlichen Kollegen Dank auszusprechen und dass sie sehr stolz darüber sind und sich für dieses außergewöhnliche Engagement ganz herzlich bedanken. Applaus. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei Doro Wagner, die mit viel Arbeit und Kreativität wieder ein tolles Plakat entworfen hat, das begeistert, über das viel gesprochen wurde, aber nur positiv und bewundernd. Und die Vorfreude auf das Thema des heutigen Abends voll getroffen hat, sowie für die Kurzfilme, die wir gleich als Hintergrund auf der Leinwand sehen werden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Mitarbeitern, die jedes Jahr mit einem großen Selbstverständlichkeit, was nicht selbstverständlich ist, in der Vor- und Nachbereitung Hand anlegen. Ich sage Danke dem Team von Auditiv für die Beschallung und Beleuchtung mit Herrn Dressler am Mischpult, der Bäckerei Himmelmann, Herrn Mengel und seinen Mitarbeitern, die Sie wieder kulinarisch, diesmal orientalisch, verwöhnen werden. Dem Roten Kreuz und all denen, die ich jetzt in der Aufzählung eventuell vergessen habe. Die örtliche Presse, der danke ich ganz herzlich für die bisherige Berichterstattung und für die jetzt noch nachfolgende, ganz sicher. Und erstmals auch das Eder Dampfradio mit Herrn Dudek für die Filmaufnahmen vor Ort. Applaus.
Wir freuen uns auch, und das ist heute Abend eine Premiere, dass zum 16. Classic Open Air all unsere Enkel erstmals auf der Bühne stehen. Finn, der jüngste Spross, steht noch da drin. Niki, seit Schulbeginn der ETS und auch nach dem Abitur mit Freude dem Orchester zur Verfügung steht. Und ebenso Annika, nach dem Abitur immer noch dem Orchester verbunden und heute zum zweiten Mal die Moderation übernimmt und sie durch den Abend führen wird. Tausend und eine Nacht. Ein Motto, das wahrscheinlich alle schon aus der frühesten Erinnerung kennen und immer mit Aladdin und die Wunderlampe, Ali Baba und die 40 Räuber und den fliegenden Teppich in enge Verbindung bringen. Diese Geschichte wurden in den Zeitraum von Jahrhunderten überliefert und später niedergeschrieben. Diese Sammlung ist bekannt für ihre Vielfalt und ihren Reichtum an faszinierenden Geschichten, die Abenteuer, Romantik, Magie und Humor miteinander verbinden. Ursprünglich wurden die Geschichten in persischer und arabischer Sprache verfasst. Und der wohl bekannteste Rahmen der Erzählungen ist die Geschichte von Scheherazade. Sie war die kluge und mutige Frau des persischen Königs Scheherazade, der sich vorgenommen hatte, jede Nacht eine neue Frau zu heiraten und sie am nächsten Morgen hinrichten zu lassen. Als Scheherazade an der Reihe war, begann sie eine spannende Geschichte zu erzählen, ließ sie jedoch am Höhepunkt unvollendet und verschob das Ende auf die nächste Nacht. Mit dieser raffinierten Taktik hielt sie den König jede Nacht in Atem und rettete sich so vor der drohenden Hinrichtung. Die Geschichte von Scheherazade bildet den Rahmen, innerhalb dessen die vielen anderen Erzählungen eingebettet sind. Lassen wir nun Aladdin die Wunderlampe finden und den Geist der Musik aus der Lampe befreien. Der Geist erfüllt unsere Wünsche und lässt uns auf dem fliegenden Teppich auf zu fernen Ländern und Abenteuern musikalisch reisen. Nun zum Schluss noch einen Satz aus der künstlichen Intelligenz zum heutigen Abend. Das Classic Open Air Konzert im Outhouse Beil ist nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch eine Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken. Menschen aller Altersgruppen kommen zusammen, um die Musik zu feiern, neue Freundschaften zu knüpfen und gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben. Wir wünschen Ihnen allen einen schönen Abend und lassen Sie sich von der Musik verzaubern. Danke. Minister Lorz möchte gerne noch einige Worte zu uns sagen. Wir haben uns heute nämlich überhaupt nicht abgesprochen, deswegen. Guten Abend, ganz kurze Ansage. Ein schwarzer Ford steht Richtung Berleburger Straße im Kreisel, Kennzeichen KBDH 304. Möge sich doch bitte aus dem Kreisel entfernen, hat die Polizei gebeten. Ansonsten könnte es teuer werden. Danke. Also dieses kennen wir ja bisher nur von dem Lehnstuhl, der irgendwann mal in einem anderen Kreisel stand und einem Arzt hier in Frankenberg gehörte, der ihn auf seiner Terrasse vermisst hatte. Aber er hat ihn selbst nicht gebraucht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, wir haben uns tatsächlich nicht abgesprochen, weil normalerweise hat mich der Beil immer zu Beginn der zweiten Hälfte auf die Bühne geholt. Und das habe ich natürlich heute automatisch auch vorausgesetzt. Aber dafür kam ich jetzt immer in den Genuss, also so eine Ansage wie eben mit dem schwarzen Ford hatte ich zum Willkommen auch noch nicht. Also es gibt immer was Neues hier bei diesem Konzert, aber ich habe ja schließlich auch noch ein paar Mal zu kommen, bis ich den Rekord von der Claudia Ravensburg einstellen kann. Also habe ich mir was vorgenommen, ich weiß das. Lieber Herr Beil, liebe Familie Beil, Herr Bürgermeister, liebe Leute Ravensburg und natürlich vor allen Dingen liebe Schulleiter der beiden hier involvierten Schulen, liebe Lehrkräfte, vor allem natürlich liebe Schülerinnen und Schüler und meine sehr verehrten Damen und Herren. Als ich das letzte Mal hier stand, letztes Jahr,
Da waren wir gerade sozusagen aus der Corona-Pandemie rausgekommen. Das heißt, so sicher waren wir uns da eigentlich nicht. Und deswegen stand ich hier und sagte, ich finde es einfach nur toll, dass dieses Konzert wieder stattfinden kann, dass die Pandemie sozusagen überlebt hat, dass wir wieder auf dem Parkplatz hier so zusammensitzen können in dieser wunderbaren, einzigartigen Konzertatmosphäre. Es schwang immer so ein bisschen mit zu der Erleichterung darüber, sage ich auch ganz ehrlich als Kultusminister, dass unsere Schulen überhaupt wieder Musik machen konnten, dass die Orchester auch diese fürchterliche Zeit überstanden hatten. Da habe ich einfach nur aufgeatmet. Heute, ein Jahr später, können wir sagen, wir sind Gott sei Dank weitestgehend zurück in der Normalität. Wir haben ein Schuljahr hinter uns, heute war ja letzter Schultag, wo wir auch wirklich auch wieder ohne Einschränkungen Musik machen konnten. Wo wir unsere Orchester, unsere Chöre, das alles wieder beleben konnten, wofür dieses Konzert hier exemplarisch steht. Und das ist etwas sehr Schönes, auch wenn die Folgen der Pandemie noch längst nicht alle vorbei sind und wir noch Aufholprogramme fahren, die übrigens einen großen Wert auf kulturelle Bildung legen. Deswegen will ich auch die Gelegenheit nutzen, weil ich ja Frau Gabriel schon habe begrüßen können und ich weiß, Sie sitzen noch mehr auch von den Musikschulen da. Die Musikschulen sind ganz wichtige Partner auch für unsere Schulen. Wir haben verschiedene Programme, wo wir das zusammen machen, um eben diesen Gedanken der kulturellen Bildung, diesen Gedanken der musikalisch, der ästhetischen Bildung voranzubringen. Das ist ganz wichtig. Das haben wir während der Pandemie gesehen, wie wichtig das ist. Und deswegen ist das heute ein besonders schöner Moment. Letztes Jahr habe ich ja noch zu einem Ball gesagt, also klar, dass so viele Menschen kommen, weil man so lange darauf gewartet hat, sowas endlich wieder erleben zu dürfen. Dass wir heute aber jetzt den Rekord nochmal überbieten, das zeigt einfach, was dieses Konzert hier für ein großartiges Event ist. Deswegen will ich einfach nur Danke sagen, wie jedes Jahr. Ein herzliches Dankeschön natürlich. Damit darf ich als Kultusminister anfangen, ja, an die Schulen, an die ganzen Schulgemeinden, für die das eines der Highlights des Jahres ist. Herzliches Dankeschön an Sie alle, dass Sie einfach mit Ihrem Kommen dieses Event auch weiterhin tragen. Aber natürlich vor allen Dingen in erster Linie ein herzliches Dankeschön an Sie und Ihre Familie, lieber Herr Bay. Denn eins muss ich sagen, ich glaube, jeder, der das hier sieht, weiß, das organisiert man nicht mal so nebenbei und aus der Portokasse. Das ist eine ganz große Veranstaltung. Ich kenne keine vergleichbare, die von einem solchen Sponsor irgendwo in Hessen aufgerichtet werden würde. Auch das ist ehrlich gesagt ein Grund, jedes Jahr zu kommen und Danke zu sagen. Und wir freuen uns auch heute wieder auf einen wunderbaren Abend, den wir dieser Unterstützung verdanken. Herr Minister, ganz herzlichen Dank für die aufmunternden Worte. Wir werden sicherlich im nächsten Jahr weitermachen und Ihre Zusage zu kommen, nehmen wir auf und Sie können sicher sein, wir werden uns sehr genau daran erinnern und freuen uns jetzt schon drauf auf das Kommen von Ihnen und Ihrer Frau. Herzlichen Dank. So, jetzt darf ich das Mikrofon weitergeben an die Annika. Die Annika hat sich vorbereitet und freut sich auf Sie und auf den Abend. Viel Spaß und toi, toi, toi. Ja, danke schön, Opa. Es tut mir leid, Sie haben jetzt schon sehr viele Worte gehört, aber Sie müssen sich noch einen weiteren Moment gedulden. Und zwar möchte auch ich Sie begrüßen, liebes Publikum, zu unserem 16. Classic Open Air unter dem Motto 1001 Nacht hier auf dem Gelände des Autohauses Beil. Für diejenigen, die mich noch nicht kennengelernt haben, darf ich mich auf einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Annika Beil, ich bin 23 Jahre alt und habe letzte Woche das 8. Semester meines Lehramtsstudiums an der Universität Kassel abgeschlossen. Ich kriege schon einen Daumen nach oben hier vorne. Genau, ich bin selbst 8 Jahre lang auf die Edertalschule gegangen und habe dort in der Orchesterklasse meine musikalische Schulkarriere gestartet. Ich habe Violine gelernt, ich bin im Jugendorchester gewesen, habe auch einige Stücke hier auf der Bühne im Jugendsinfonieorchester musizieren dürfen und habe dann 2018 mein Abitur an der Edertalschule abgeschlossen. Dennoch bin ich weiterhin mit dem Orchester und auch der Schule verbunden geblieben und darf immer noch als Unterstützung aktiv sein. Durch meine Familienzugehörigkeit habe ich bisher, glaube ich, auch die meisten oder vielleicht auch alle Konzerte miterlebt. Früher als schlafendes Kind drin im Autohaus, dann zwischendurch im Publikum, dann selbst auf der Bühne und dieses Jahr eben zum zweiten Mal in der Rolle der Moderation. Nun aber genug zu mir, jetzt kann der Abend endlich beginnen.
Noch einmal kurz zum Motto. Bei dem Titel Tausend und eine Nacht muss ich jetzt zugeben, dass ich als erstes an das Lied Tausend und eine Nacht, auch als Zoom bekannt, von Klaus Lage gedacht habe. Das habe ich dann aber schnell wieder verworfen, weil ich mir sicher war, dass das nichts mit unserem heutigen Motto zu tun hat. Und nach genauerer Recherche bin ich auf eine zutreffendere Definition gestoßen. Wem das Motto bisher vielleicht nicht so viel gesagt hat, Tausend und eine Nacht ist eine Sammlung morgenländischer Erzählungen oder Märchen, die auch als Klassiker der Weltliteratur gilt. Angelehnt an dieses Motto und den orientalischen Charakter der Erzählungen haben die Musikerinnen und Musiker ein buntes Programm vorbereitet, was eventuell mal etwas ganz anderes ist und wo sie eventuell auch etwas Neues kennenlernen können. Gerade haben wir schon den Einstieg der Big Band der Edertalschule Frankenberg gehört, mit dem Beitrag Yerushalayim, ursprünglich von The Miami Boys The Miami Boys Choir. Genau, und das hat einen biblischen Bezug, in der die Stadt Jerusalem besungen wird. Der Text, der normalerweise zu dem Lied gehört, wird wie eine Art Psalm immer wieder wiederholt und stammt eigentlich aus den 70er Jahren. Der Song wurde jedoch erst durch den Sohn des Populisten deutlich später bei TikTok berühmt. Das Big Band Arrangement hat der Posaunist der Big Band Jakob Schubert arrangiert. Genau, vielen Dank. Im Folgenden hören wir Baker Street von Gary Rafferty mit einem markanten Saxophon-Thema, gespielt von Marvin Klein. Als Parodie dann tatsächlich auch Tausend und eine Nacht von Klaus Lage, was Markus Krämer gesanglich performen und Marc Heimermann an der Gitarre spielen wird. Da war ich ja doch irgendwie ganz glücklich, dass mein Gedanke nicht ganz so fern war und es zumindest als Parodie heute Abend auftaucht. Danach hören wir Blinding Lights von The Weeknd mit Robin Rauch am Altsaxophon und zuletzt dann für den ersten Block Jungle Boogie mit Mattes Schunder als Altsaxophon-Solist. Beide Hits finden dann noch einen Bezug zur Nacht und leiten auch wieder ein bisschen zu unserem Motto über. Die Leitung der Big Band übernimmt wie immer Thorsten Hergut und nun starten wir endlich mit dem musikalischen Programm. Viel Spaß! Thank you.
Okay. Ich habe eben erfahren, dass Sie mit einer Parodie rechnen. Das kann für mich die ganze Sache nur leichter machen, glaube ich. Wolltest dir bloß den Abend vertreiben und nicht gerade allein gehen, liebst bei mir an. Wir waren nur Freunde und wollen zu bleiben. Ich dachte, ich im Traum, dass was passieren kann. Ich weiß nicht, wie eben wir zwei uns schon kennen. Verbindet sich mit meinem Namen ins Kegel gefahren. Wir blieben zu Hause, spielt ein vom Fernsehen. Thank you.
Ja, vielen lieben Dank für diesen schwungvollen Einstieg, liebe Big Band. Nun haben wir hinter mir einen kleinen Umbau, denn die Big Band der Edertalschule Frankenberg wird die Bühne jetzt verlassen und das Jugendsinfonieorchester baut sich auf. Unser Jugendsinfonieorchester heute Abend besteht aus zwei Schulen. Einmal der Christian-Rauch-Schule aus Bad Arolsen und einmal der Edertalschule aus Frankenberg. Sie werden heute Abend aber als ein großes Jugendsinfonieorchester performen. Das Orchester ist heute jedoch nicht ganz allein auf der Bühne, sondern bekommt Unterstützung von einem Gastensemble aus Marburg, was sich Sono Orientalis nennt, was ich schon mal ankündigen darf. Das Trio besteht aus Mehmet Bayraktar, Abdullah Kirli und Attila Öztürk und wird das Jugendsinfonieorchester im nächsten Beitrag begleiten und in der zweiten Hälfte auch nochmal einen eigenen musikalischen Programmpunkt mitbringen. Die Musikerinnen und Musiker werden im Folgenden als Auftakt des Orchesterteils eine eigene Version der Ouvertüre von Mozarts Oper Die Entführung aus dem Serail präsentieren. Einmal ganz kurz zum Inhalt, wem es jetzt nicht bekannt ist. Eine Spanierin und ihr Gefolge werden von Seeräubern entführt. Auf dem Sklavenmarkt wird sie dann erneut von einem Muslim entführt, der sie in seinem Palast am Meer wohnen lässt, weil er sich in sie verliebt hat. In Folge wird sie dann jedoch von ihrem Verlobten wieder gerettet. Also es ist ein ziemliches Hin und Her an Entführungen. Und als Schauplatz steht dabei die Türkei. Und im Hintergrund können Sie gleich das Innere des Topkapi-Palasts in Istanbul sehen. Der scheint wohl sehr berühmt zu sein, was mir jetzt nicht so bekannt war. Aber gleich haben wir dann auf jeden Fall eine Darstellung des inneren Bereichs. Und generell können Sie eventuell sehen, was wir heute hinten auf der Leinwand alles an visueller Begleitung sozusagen haben. Das heißt, es ist alles heute Abend unserem Motto angepasst. 1001 Nacht und wird alles zu den Stücken angepasst dargestellt. Dieser Auftakt wird gleich dirigiert von Martin Fischer, dem Leiter des Jugendsinfonieorchesters der Edertalschule. Und in diesem Sinne, seid ihr soweit? Ein Nicken, dann warten wir noch, bis alle sich hingesetzt haben. Da kommt unser Gastensemble. Und dann wünsche ich Ihnen... Genau, ganz viel Spaß bei der Reise in die musikalische Welt des Morgenlandes.
Ella gözlü pirimi geldi, duyan gelsin işte meydan. Ella gözlü pirimi geldi, duyan gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırk makamı, bilen gelsin işte meydan. Dört kapıyı kırk makamı, bilen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey pirim hudey. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey pirim hudey. Yoluna kurban olurum, ey pirimi şah bilirim. Yoluna kurban olurum. Dün doğdum, bugün öldüm. Ölen gelsin işte meydan. Dün doğdum, bugün öldüm. Ölen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey pirim hudey. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey pirim hudey. Yatayım der sırrımı, meydana sermiş derimi. Şah yatayım der sırrımı, meydana sermiş derimi. Nesimi gibi dersin, yüzen gelsin işte meydan. Nesimi gibi dersin, yüzen gelsin işte meydan. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey pirim hudey. Hudey hudey canlar hudey, hudey hudey pirim. Nein, na, wenn das nicht mal eine tolle individuelle Version dieser Ouvertüre war. Es geht jetzt auch im Folgenden direkt weiter mit dem Jugendsinfonieorchester und zwar hören wir zweimal Filmmusik aus der morgenländischen Erzählung Sindbad. Die erste Version, Legend of the Seven Seas von Gregson Williams, ist ein Medley für eine Blechblasbesetzung. Das heißt, in diesem Teil haben die Streicher Pause und wir werden nur die Blechbläser hören. Und diese lehnt sich an den Disney-Film aus dem Jahr 2003 an. Das zweite Medley, The Golden Voyage of Sindbad von Miklos Roscha aus dem Jahr 1973, wird von dem gesamten Orchester dann wieder vorgetragen. Dieser Komponist war übrigens ein sehr bedeutender Filmkomponist, der unter anderem auch Ben-Hur komponiert hat oder die Filmmusik dazu. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Beitrag heute Abend überhaupt zu hören bekommen, denn es war nicht ganz einfach, die Noten zu organisieren. Dafür hat das Autorhaus Bay jedoch keine Kosten und Mühen gescheut, sodass es für Sie alle heute Abend möglich gemacht wurde, diesen Beitrag zu genießen. Als Besonderheit bei dieser Filmmusik wird heute ein ganz spezielles Instrument eingesetzt, was jedoch nicht als gewöhnliches Musikinstrument gilt.
Wir danken der Firma Zweirad Fiedler, dass sie uns einen Amboss zur Verfügung gestellt haben, der zwischendrin für 8 Schläge erklingen wird. Wer jetzt technisch nicht so bewandt ist und sich vielleicht fragt, was ein Amboss ist, das ist ein Block aus Stahl, der normalerweise zum Bearbeiten von glühenden Eisenmetallen verwendet wird. Wenn Sie nun wissen, dass dieses Instrument heute eingesetzt wird, können Sie ja vielleicht mal gucken und zuhören, ob Sie dieses Instrument identifizieren können. Dirigiert wird das Ganze von der Leiterin des Jugendsinfonieorchesters der Christian-Rauch-Schule, Lisa Marie Siegel, sowie der zweite Beitrag wieder von Martin Fischer. Und in diesem Sinn, hören Sie aufmerksam zu, aber lassen Sie es auch ein wenig auf Sie sich wirken und seien Sie nicht zu konzentriert. Ganz viel Spaß! Thank you.
Thank you.
Vielen Dank, liebes Orchester. Jetzt wollte ich eigentlich eine Abfrage machen, wer denn den Amboss herausgehört hat, aber der wurde ja so schön in Szene gesetzt, dass ihn eigentlich niemand verpasst haben dürfte. Ja, und jetzt muss ich sagen, dass es doch immer wieder schade ist, wie schnell die Zeit doch vergeht, denn wir sind schon am Ende unseres ersten Konzertteils angekommen und ich darf unsere in etwa 30-minütige Pause ankündigen. Auf Ihrer rechten Seite finden Sie wie immer ausreichend Verpflegung, ganz nach unserem Motto 1001 Nacht, wofür wir der Firma Himmelmann und dem gesamten Team ganz herzlich danken. Stärken Sie sich also mit leckeren orientalischen Speisen, die Sie eventuell auch vor dem Konzert schon gekostet haben. Und schauen Sie doch nach ungefähr 30 Minuten mal auf Ihre Uhr und begeben sich allmählich auf Ihre Plätze zurück, sodass wir dann pünktlich in den zweiten Teil starten können. Damit Sie aber den Start nicht verpassen, wird auch ein Trompetensignal erklingen, sodass jeder das Ende der Pause mitbekommt. Also lassen Sie es sich schmecken und bis gleich.